Hallo zusammen, Danu hier von Plequetica und ich bin heute mit... Sally Darling! Yes! Ihr seid ja sehr junge und dennoch mit gut 20'000 Facebook-Fans eine recht bekannte Band. Ungewöhnliche Kombination. Und da ist meine klassische Einstiegsfrage eher unpassend. Darum, oder gleich, stell uns doch kurz vor, wer ihr seid. Wer sind wir? Das ist eine gute Frage. Also, ich bin Anna, das ist der Ivo und das ist der Merlin. Und wir sind drei gute Freunde, schon seit mehreren Jahren, seit 10 Jahren fast. Und wir haben vorher zusammen bei der Band Elvati gespielt, eine Schweizer Folk-Metal-Band, wo wir vor einem Jahr etwa aufgehört haben. Und jetzt haben wir eine neue Band gegründet. Und das wäre es, glaube ich, schon. Gut. Und wir sind zur Luzerner Schür und zum ersten Mal werdet ihr hier, also das dritte Mal insgesamt, spielen und zum ersten Mal mit den brandneuen Songs. Wie ist so die Gefühlslage aktuell? Panisch. Nervös. Ein bisschen nervös. Wir sind ja erst gerade aus dem Studio gekommen, jetzt, also vor einer Woche. Also erstens haben wir seit einem Monat nicht mehr geschlafen, plus minus. Und ja, also wir spielen fast das ganze Album heute, das hat es noch niemand gehört. Es ist ein grosser Moment, ein wichtiger Tag. Fast das ganze Album? Ein Song nicht mehr geschafft. Aber das sparen wir uns fürs nächste Mal. Genau. Okay. Cool. Und der hat jetzt schon recht viel Bühnenerfahrung durch halt Elvati. Und ist dir das jetzt ein bisschen einfacher oder... vor das Publikum zu stehen und zu performen? Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Also, ich finde es fast schwieriger, weil wir haben uns jetzt 10 Jahre lang so an Elu gewöhnt. Und das, was wir jetzt machen, ist völlig anders. Also für mich, ich bin jetzt Frontfrau, das bin ich bei Elu nicht gewesen. Und ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt, so ein bisschen auf der Seitenlinie zu stehen. Und ja, von dem her, mich macht das fast ein bisschen nervöser, irgendwie. Aber ja, wir tun das einfach natürlich angehen. Wir tun nicht irgendwie etwas probieren zu sein, wo wir nicht sind. Wir sind einfach Seller Darling. Und das wird sich jetzt auch ein bisschen, das wird wachsen, das wird sich entwickeln. Muss sich quasi ein bisschen einspielen zuerst, ja. Genau. Und Merlin, du hast ja eine Weile im Proberaum gelebt. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, ist von der Bandname? Nein, aber das wäre Gott verdammt eine gute Story gewesen. Ja. Nein, ich habe bei der Anfangsseite... Beziehst du dich auf das, die Anfangsseite von Elu? Weil ich wohne jetzt wieder im... Ja. Ja. Auf jeden Fall nein, der Name kommt von der Anna in ihrem Soloalbum. Genau. Und der hat ja so ein bisschen, neben dieser harmonischen Wortkombination eine tiefgründige Bedeutung. Kannst du das mal erläutern? Mhm. Es beschreibt eigentlich unsere Musik, das, was wir machen. Cellar ist die Dunkelheit und Darling ist das Licht und das Liebliche. Und das vereint, ergibt unsere Musik. Und wir arbeiten viel mit Bildern, mit Symbolik, mit Metaphorik und wir tun gerne mit den Melodien und mit den Texten, die wir machen, wie Bilder malen und Geschichten erzählen. Und das hat sich irgendwie einfach richtig angefühlt, die beiden Wörter zu kombinieren. Okay, gut. Wir kennen euch ja von Elu und Ex-Mitglieder. Und, ist es eher ein Fluch oder eher ein Segen? Das halt die Historie, sage ich jetzt mal. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil wir haben auch viele Fans, die jetzt auch interessiert sind, weil wir Belo gespielt haben. Und die liken uns auf Facebook, was super ist. Und wir haben schon mal eine Fanbase. Es ist ja nicht selbstverständlich für eine neue Band, dass man schon eine Fanbase hat. Von dem her, ich finde es durchaus positiv. Klar, wenn man nach 10 Jahren in der Band dann immer noch nur auf das reduziert würde werden, dann okay, dann würde es mich vielleicht schon auch irgendwann mal stressen. Aber im Moment
ist es völlig okay und auch verständlich. Die Leute kennen uns von dort. Ist ein Teil von unserer Vergangenheit. Also für mich ist es okay. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Absolut. Über andere Meinung. Es ist absolut okay, ja, was okay. Der Ivo gesagt hat. Super, gut. Und was sind so ein bisschen die grössten, was hat er, was ist das grösste Learning, das ihr mitgenommen habt bei LOAT? Ja, eben die Bühnenerfahrung, obwohl eben das, von dem haben wir es ja vorher schon gehabt. Es muss nicht heissen, dass es ganz einfacher ist, aber als andere, wir haben schon Erfahrung mit Studioaufnahmen, mit Songs schreiben natürlich. Der Merlin hat viele Business-Erfahrungen gesammelt, wo wir sehr froh sind darüber. Vielleicht kannst du etwas erläutern. Ja. Nein, ist allgemein natürlich. Wir haben 10 Jahre mit Elo coolen Erfolg gehabt. Es ist super gelaufen für uns. Als solches ist es für mich ist einerseits eine Bestätigung. Wir haben es mal geschafft. Wir wissen, dass es geht. Man kann mit der Band von der Band leben. Und ich habe bei Elo viel gemacht, organisatorisch. Ich mache das jetzt auch bei Zellerdarling. Von dem her, ja. Also es, allgemein, würde ich sagen, ist es extrem wertvoll. Quasi eine gute Anleitung schon mal. Absolut. Wie man es machen kann. Okay. Gut, kommen wir zu eurem Debütalbum. Wir wissen, es kommt im Sommer. Wir wissen, dass ihr wollt Geschichten erzählen. Und du uns doch mal ein bisschen sagen, um was geht es thematisch in diesem Album? Ja, es ist eben noch lustig, weil es ist eigentlich kein lyrisches Konzeptalbum in dem Sinn. Also es geht nicht um ein Thema oder eine Geschichte, aber es hat ein Konzept in dem, dass alles auf Impuls basiert. Und ich habe schon immer ein bisschen so geschafft, aber jetzt bei Zellerdarling ist es viel extremer geworden, dass ich mich wie ein bisschen auf die fast schon kindlichen Impuls und Assoziationen verlassen. Also wenn ich eine Melodie höre, dann denke ich, dann kommt sofort ein Bild, also eine Farbe oder eine Geschichte oder ein Wort. Und dann gehe ich gerade mit dem mit und verlasse mich auf das und arbeite mit dem. Ich tue mir nicht, ich hocke nicht an und überlege mir, ah, um was könnte es jetzt gehen, und das ist vielleicht blöd. Sondern wenn gerade die erste Farbe grün ist oder ein alter Mann, dann arbeite ich mit dem. Dann ist das die Geschichte vom alten Mann. Egal, ob das jetzt schwierig zum Umsetzen ist oder es keinen Sinn ergibt. Und ich habe das ganz spannend gefunden. Eigentlich das ganze Album ist völlig natürlich so zusammengekommen. Und jeder Song erzählt irgendwie irgendeine Geschichte. Egal, ob die jetzt abstrakt oder sehr klar verständlich ist von den Texten her. Ja, es basiert alles irgendwie auf menschliche Impulse, auf Kreativität. Also viele verschiedene Geschichten in diesem Fall? Ja, es sind wirklich verschiedene Geschichten. Im einen Song geht es mehr um psychische Sachen, also zum Beispiel Challenge. Das ist, da geht es um die inneren Dämonen, die man bekämpft, um eine Challenge, darum heisst der Song so. Und dann gibt es andere Songs, die wirklich eine Geschichte von einer bösen Fee erzählen, zum Beispiel. Und irgendwie, obwohl sie die so verschieden sind, gibt es gleich irgendwie einen roten Faden. Also, finde ich, vielleicht ist es überhaupt nicht so und ich erzähle völlig Blödsinn, das kann auch sein. Sie nicken muss schon mal von dem her, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gut. Du hast ja gesagt, oder habe ich auch gelesen auf der Webseite, dass ihr ein Bild malen quasi, oder beziehungsweise dass ihr eure Welt mitnehmen wollt. So, jetzt habe ich es. Und tu mir doch mal bildlich beschreiben, wie sieht eure Welt aus, wenn jetzt ein Bild müsstest du davon malen. Ui. Muss vielleicht ein bisschen begrenzt in zwei Sätze gehen. Unsere Welt ist sehr farbenfroh. Also da kannst du von einem Regenbogen runterrutschen in eine dunkle Höhle, wo keine Farben mehr rum sind. Das ist, darum auch der Name Zellerdarling beschreibt das eigentlich sehr gut. Und es hat alles. Unsere Musik ist sehr eklektisch, das wird man auch hören, aber die Farbe Rot
kommt wahrscheinlich auch im ganzen Album vor, weil es gleich so einen roten Faden gibt, der durchs Ganze durchgeht. Okay. Meine Farbe ist schwarz, weil ich E-Gitarre spiele und das mega laut ist und mega wehtut. Ja, und das färbt natürlich von deinem Solo-Projekt noch ein bisschen ab, oder? Genau. Ja, kann ich absolut verstehen. Wie sieht es mit dir aus? Was ist deine Farbe? Laut. Meine Farbe ist laut. White Noise. Ja. Okay, gut. Anna, du hast neben dir einzigartige Stimme und ein weiteres Markenzeichen, nämlich Drehleier. Und wie verbindet das Instrument oft mit Folk Metal? Jetzt, die machen ja nicht, oder auch nicht typische Folk Metal. Was seid ihr genau, in welchem Genre seid ihr genau unterwegs? Das fragen wir uns eben auch. Es ist noch schwierig, weil wir haben wahrscheinlich mehr klassische Einfluss als Volk, also klassische Musik. Ich bin so aufgewachsen, meine Eltern sind Opernsänger und ich bin eigentlich schon seit ich im Bauch von meiner Mami war, bin ich umgeben mit Opern, klassische Musik und habe es eigentlich sehr vermisst bei diesen 10 Jahren bei ELU und bin jetzt froh, dass wir jetzt integrieren bei uns. Es hat aber natürlich auch so, ich würde mal sagen, homöopathische Folk-Einflüsse auch. Und es ist wirklich schwierig zu sagen, also ich habe auch mit ein paar Leuten über das geredet, weil uns als Musiker ist ja scheißegal, was unser Genre ist. Das interessiert uns nicht. Das ist dann wichtig, wenn es darum geht, die CD in ein Regal zu stellen. Oder für Musikkritiker, für Musikfans kann das durchaus wichtig sein. Ja, und das ist einfach ein bisschen jung, es ja. Muss einfach einordbar sein. Und ja, da haben wir uns auch überlegt, Alternative Rock Metal, weil Alternative halt viel Spielraum lässt. Aber ob das dann schlussendlich passt, wissen wir auch nicht. Das finden wir raus. Ja. Ich glaube, jemand wird sich etwas überlegen. Genau. Ivo, welches ist dein Lieblingssong vom kommenden Album und warum? Mein Lieblingssong ist, ist noch schwierig, aber ich sage jetzt mal einfach einen, der heisst, dürfen wir sagen, wie die heisst? Ja, ja. Du kannst okay. Schon nur die Nummer sagen, okay. Wenn das schon heisst. Nein, es ist Star Crusher. Und bei dem geht es um eine böse Fee, die Sterne zerstören will. Und ich kann mich mit dem identifizieren. Okay, der Ivo ist quasi eine böse Fee. Ich bin eine böse, dicke Fee. Okay, super. Anna, dein letztes Album, dein letztes Soloalbum trägt ja euren Bandnamen. Und wird es jetzt ein bisschen weniger von dir zu hören geben? Oder beziehungsweise ist die alte Band oder dein Soloprojekt jetzt Seller Darling? Nein, das führt natürlich ein bisschen zur Verwirrung. Wegen dem Namen, das ist uns auch bewusst. Darum frage ich, ja. Nein, also mein Solo-Projekt, das bin nur ich. Ich schreibe dort alles. Und es ist auch bewusst andere Musik. Also es hat wenig Metal-Einflüsse. Und Seller Darling, das sind wirklich mehr. Also eben gewisse Songs schreibe ich, gewisse die, wo wir alle zusammen ausarbeiten. Gewisse sind sogar jammed. Also das sind effektiv mehr drei, das ist nicht jemand, der die Musik macht. Darum, also die werden schon gut unterscheidbar sein, schlussendlich. Aber beide halt, haben ihren Platz. Ja. Okay, cool. Kommen wir zum Ivo zurück. Mhm. Und zwar, du machst auf der Aufnahme den Bass. Und live habt ihr auch Session-Bassisten. Genau. Genau, wie sieht es aus mit einem künftigen Bassist? Ist da irgendetwas? Also momentan steht es nicht zur Debatte, dass wir mehr als 3 feste Bandmitglieder sind. Wir wollen auch weiterhin als Trio funktionieren. Geplant ist es nicht. Also Trio ist das, was es wird bleiben, vom jetzigen Standpunkt her gesehen. Und live haben wir dann einfach Session-Musiker. Session-Bassist, vielleicht auch mal andere Gastmusiker, je nachdem, wo wir spielen.
wenn es möglich ist. Aber wir als Band funktionieren als Trio. Okay, cool. Und noch eine für Merlin. Euch hat es bisher zweimal live zu sehen gegeben und darunter auch einmal in Amsterdam. Mhm. Und auch in Zukunft sind viele Shows auch im Ausland geplant. Es ist ein bisschen so, dass viele Schweizer Bands so im Ausland eigentlich bekannter sind als hier in der Schweiz. Kannst du das bestätigen? Ja, ich würde sagen, allgemein ja. Mit Delu haben wir, ich glaube, die ersten Konzerte sind in Holland gewesen, in Deutschland, in Frankreich, Italien. Wir haben dort immer mehr Gigs gehabt als zuhause und es war wieder umgekehrt. Mit dem Erfolg im Ausland ist das Interesse in der Schweiz gekommen. Ich muss auch sagen, die Schweiz hat immer eine super Szene gehabt, jetzt sage ich jetzt mal Metal-Nische, aber breiteres Interesse ist dann gekommen, wo man hat können sagen, das ist die Band, die in Amerika tourt, in Europa tourt, in Südamerika tourt, das hat wirklich so das Interesse dann hervorgerufen. Okay, gut. Und wie gross ist jetzt so ein bisschen der Druck, Erwartungsdruck quasi von, wie fühlt sich das an jetzt? Gross, würde ich sagen. Ich meine, unser eigener Erwartungsdruck, wenn man das so sagen kann, ist gross. Wir haben alles gegeben für das Album. Und jetzt ist es fertig. Es ist gelaufen. Jetzt müssen wir sehen, wie es die Leute aufnehmen. Und das ist. Ja, das ist grosser Druck. Verdammt. Ja, wir sind auch extrem gespannt, wie das ankommt. Weil wir haben irgendwie auch. Nach so viel Zeit im Studio haben wir auch Distanz nicht mehr zu der Musik. Aber ja, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass ein paar Leute wird gefallen. Und also wir glauben da, ja. Wir haben es ja vorher schon angesprochen. Es besteht der Druck auf eine Art von unserer Vergangenheit. Aber schlussendlich, wir haben jetzt gemacht, was wir haben wollen machen. Ohne irgendwelche Einflüsse oder euch selber Druck machen und das gefällt jetzt oder das gefällt nicht. Und irgendjemand wird sich einen Namen für den Stil überlegen. Gut, super. Das könnt auch ihr ein bisschen brainstormen, gell? Wenn ihr wollt. Ja. Das wissen auch Mix Aussenstehende, die wissen es auch Mix besser als die, die in der Band sind. Wir überlegen uns mal etwas. Gut, letzte Frage. Und zwar kommt die aus unserer Community, vom René. Und der fragt, wie viel Drehleiter für Hurdi Gurdi hast du? Also wie viele Instrumente ich habe? Ja. Ich habe aktuell 3. Und es kommt eine 4. Und 2 davon, die tue ich eigentlich vermieten, also für Unterricht. Die sind jetzt aber beide gerade bei mir momentan. Okay, super Sache. Dann hätten wir es. Gibt es noch etwas, was ihr anfügen wollt? Etwas für eure Fans oder eine grosse Mutti? Du hast raus, solltest du etwas sagen. Ja, wir hoffen, dass wir unsere Fans eine Freude machen mit dem Album. Dass es ihnen gefallen wird. Dass wir weitere Konzerte machen können, dass sie kommen und dass wir zusammen Spass haben können. Das ist das, was ich mir wünsche. Können wir dann Gig, würde ich sagen. Es geht leider noch ein bisschen bis zum Album, aber wir spielen jetzt live und wir freuen uns auf unser Material können und das Lied bringen. Ja. 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 Wir freuen uns extrem und wir bedanken uns vielmals. Und dir geht doch mal Seller Darling liken, Plaquetica liken, Teil abonnieren, ihr könnt das ganze Zeug kommentieren. Habe ich etwas vergessen? Nein, gut, nein. Also. Merci vielmals, tschüss zusammen.